Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur US-Börseneröffnung mit Dirk Helger. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind und natürlich auch, dass Dirk für uns die Zeit gefunden hat. Wir schauen uns zusammen zunächst einmal den Risikohinweis an und natürlich möchte ich allen nochmal mich kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto, ich begrüße Sie dann von FXZ. Und wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, was Dirk uns heute zeigt oder eventuell auch selber tradet. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann holen wir jetzt noch ganz schnell YouTube dazu. Ich übertrage den Bildschirm oder gebe den Bildschirm weiter. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich starten. So, da sind wir. Auf YouTube pünktlich. Bei GoToWebinar ein bisschen zu spät. Sorry dafür, ich bin hier gerade irgendwie reingehechtet, reingehetzt. Und ja, also wie gesagt, sorry. Also, aber trotzdem, hallo und herzlich willkommen zum Live-Trading am Nachmittag heute mit FXWeb und meiner Wenigkeit und Nelson. Wie immer mit am Start. So, der richtige Nelson hat ja schon auch die Zuschauergemeinde begrüßt bei GoToWebinar. Ich habe auch gerade gesehen, wir sind auch auf Twitch mit TraderPulse ebenfalls mit dabei. Da natürlich ein herzliches Hallo auch hin. So, Nelson, du darfst sehr, sehr, sehr gerne etwas sagen. Ja, sehr. Jetzt bin ich auch mal wieder dabei. Hallo YouTube, hallo Twitch und TraderPulse. Und ja, mal schauen, was die Märkte gleich noch machen, beziehungsweise wie deine Einschätzung sein wird, was der Markt bis jetzt schon gemacht hat und vielleicht noch machen wird. Hast du gerade gesagt, was die Märkte long machen? Nee, nicht long. Martin ist long, aber ich nicht. Martin ist long, Aber es ja, okay. Ja, der Martin ist ja immer long. So, ihr dürft natürlich auch gerne was in die Kommentare schreiben und ich versuche das dann auch aufzugreifen und das hier in irgendeiner Form einzubauen. Ja, sorry, Aufzug, ne? Irgendwie für mehr hat es nicht mehr gereicht, aber ich hatte jetzt die Wahl, entweder bin ich pünktlich oder ich finde noch ein anderes Hemd und irgendwie einen Föhn in der Nähe oder sonst irgendwas. Und da war es mir jetzt dann doch wichtiger, irgendwie nicht zu spät zu sein. So, ich habe aber hier, ich hoffe, man hört das nicht, da hinten Flugzeuglärm irgendwie gerade ohne Ende. Mal gucken, ob sich das so ein bisschen relativiert. So, wir gehen dann auch mal rüber aufs Bild und gucken uns mal den Markt an. Also, der Dow hat ja schon hier ordentlich vorgelegt. Also, den DAX muss man, glaube ich, irgendwie, kann man vielleicht irgendwie gerade noch schnell irgendwie sagen, dass das alles ganz wunderbar aufgegangen ist. Da freue ich mich natürlich. Ich habe hier wirklich den Trade des Jahres für mich draus gemacht, ne, weil er hier einfach komplett der Richtung gefolgt ist und auch sich weitgehend an das gehalten hat, wie ich es gestern Abend beschrieben habe. Bin aber dann eben raus hier bei 950, wie gesagt habe, komm, ich lasse den jetzt nicht noch gegen mich laufen. Gut, ich meine, hätte man das gewusst, dass nur so ein bisschen was dagegen geht, ja, aber weiß man ja vorher nie und besser ist dann halt eben auch im Zweifelsfall dann eben auch mal ein paar Gewinne mitnehmen. Ne. Gut, das heißt, DAX machen wir hier aber eh nicht. Da gehe ich dann, sofern ich heute nochmal live gehe, heute Abend dann nochmal drauf ein. Wir gucken uns mal den Dow an. Das ist natürlich echt ein bisschen Hardcore, ne, was da halt irgendwie insgesamt abgeht, also heute. Ne. Ich habe ja auch schon gesagt, irgendwie bei Discord eben oder die Frage gestellt, das muss doch irgendwie politisch beeinflusst sein. Und weil das ist ja nicht normal, dass wir solche Bewegungen haben, irgendwie vorbörslich der Dow jetzt hier 400 Punkte runtergeklatscht. Ne? Das ist halt schon echt ein bisschen arg. Ne? Und der DAX auch insgesamt irgendwie 300, nee, 400 Punkte auch insgesamt gestürzt. Und das ist eigentlich nicht so normaler Handel. Irgendwas steckt da dahinter. Ich habe jetzt nur gesehen, dass halt seitens Putin da wieder irgendwas im Gange gewesen ist, wie der neue Säbel rasseln. Und wenn die Märkte ja irgendwas nicht leiden können, dann ist es ja eigentlich Unsicherheit. Ne? Kann natürlich sein, dass es jemand reinspielt. Also Nelson, wenn du bessere Infos hast als das, was ich hier versuche mir zusammenzureimen, gerne her damit. Aber ich Ja, müsste. die Bewegung hat angefangen, als die Info rauskam, dass Ukraine wohl sechs Langstreckenraketen abgeschossen hat in Richtung Russland. Und der Markt preist jetzt wohl eine Eskalation ein. Ob es dann kommt, ist eine andere Sache, aber das wird gerade eingepreist. Ja, Russland war hat das denn als der Fall? Reaktion, ja, da, also Hat zumindest sich das bestätigt? mehrere Quellen bestätigen das. Und jetzt kam vor ein paar Minuten, kam wohl die Info, dass Russland ihr Nuklearbereitschaftsprogramm eine Stufe erhöht hat, was das auch immer bedeutet. Könntest du nur noch im Kreis kotzen bei dieser Scheiße, ehrlich. Ich finde es so schlimm, ne? Also,
Ja, also da ist halt auch schwierig, sich davon nicht irgendwie beeinflussen zu lassen, ne? Und glaube ich, geht aber hier jedem so, ne? Dass das braucht einfach kein Mensch, ne? Also, wo man sich echt so fragt, ey, leben wir wirklich um 2024? Also, dass die hier aufeinander eindreschen, einfach nur wie die Neandertaler, aber nur irgendwie anders bewaffnet. Aber das Prinzip ist doch echt das Gleiche, Ja, ne? während wir gerade hier reden, kommen wohl die ersten Bilder von Explosionen in Russland, aber ob das jetzt so stimmt oder nicht, ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, einfach nur übel. Echt übel. Ja, das trübt natürlich die Stimmung, ne? Weil ich meine, es betrifft uns alle. Wir sind halt hier einfach gerade mal um die Ecke, ne? Ich meine, für die Amis, das ist halt mehr oder weniger jetzt vielleicht auch nicht egal, ne? Aber halt spielt es einfach nicht so eine Rolle. So bis darüber sind halt schon ein paar Meter weiter. Aber wir haben es halt hier einfach vor der Haustür, ne? Und das ist natürlich echt so, ja. Unglaublich, naja. Gut, ich versuche mich mal davon jetzt nicht runterziehen zu lassen. Also die genau, weil das höre ich jetzt gerade von dir zum ersten Mal. Ich habe auch den ganzen Tag mit anderen Sachen beschäftigt. Aber dass das jetzt im Detail dann der Auslöser war, ich meine, auf der anderen Seite, klar, was soll Russland denn machen? Sollen sagen, ja, danke für die Raketen, oder wie stellt man sich das vor, ne? Also es ist einfach unglaublich, ne? Wie Ich gesagt, verstehe es muss nicht. man alle Infos mit Vorsicht dann auch aufnehmen, ne? Aber dass die Märkte sich so bewegen, wie sie sich bewegt haben, ist dann natürlich auch oder kann auch ein Indiz dafür sein, dass das auch so stimmt. Ja, klar, aber generell, ne, ich meine, gut, der Markt ist ja dann eher so, wie ich ja gerade gesagt habe, ist ja dann eher in Unsicherheiten, ne, bewegt er sich ja dann halt eher gerne mal rauf und runter und volatil. Und das ist ja halt irgendwie so das Ding, ne, so eine Bestätigung brauchst du da gar nicht für, ne, wenn dann halt irgendwie das reicht als Unsicherheitsfaktor, und dann ist das so, ne. Klar. Gut, also, ja, Update brauchen wir jetzt nicht. Ich hoffe, da passiert nichts. Ja, gut, okay. Also, DAO. Insgesamt, ne, ich versuche jetzt mal irgendwie anzuknüpfen, wo wir da jetzt überhaupt starten könnte, ne? Weil generell, ich habe ja halt gesagt, wenn wir unter die 332 fallen, das ist das alte ATH, dann könnte es schon ordentlich Beschleunigung eben nach unten geben. Das hat er jetzt ja schon auch gemacht, ne, so ein bisschen früh. Und von daher, jetzt war die Kasse noch nicht dabei. Die Kasse kommt aber jetzt rein, hier erstmal mit einem ziemlichen Downgap hier an der Stelle, ne? Und da ist dann halt eben auch die Frage so, okay, wie geht jetzt die Kasse damit um? Ist das jetzt natürlich, also ich meine, es ist immer zweierlei. Beziehungsweise kann man von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite, boah, der Markt steht ja gar nicht mehr so hoch, jetzt können wir nochmal kaufen. Ne? Das ist die eine Sicht. Und die andere ist, lieber mal raus, weil irgendwas ist da im Gange. Und das ist halt eben das Ding. Ein paar Sachen werden natürlich dann eben technisch folgen, rein durch die Auslösung dann halt von den Orders, die dann um 15:30 dann halt reinknallen. Und das ist halt die Frage, was hat jetzt irgendwie Überhand, ne? Und normalerweise ist es so, das sage ich ja immer wieder, dass eigentlich, wenn wir jetzt mit so einem Downgap reinkommen, sollte der erste Impuls eigentlich nach unten sein. Also beziehungsweise relativ schnell, sodass der Markt zumindest da mal irgendwie ansetzt und sich da nochmal versucht, irgendwie dran anzuknüpfen an die Bewegung, die wir bisher hatten. Hier im Daily sieht man jetzt zum Beispiel SMA20, ne? Den hatte ich ja auch schon irgendwie besprochen, habe gesagt, ja, das wird wieder die erste Anlaufstelle. Und eben auch, dass wir diese ganze Aufwärtsbewegung korrigieren. Aber die schaffen wir nicht in einer Woche, habe ich auch gesagt. Also, ne, in meinem Livestream abends. Das heißt, so bis jetzt passt das irgendwie alles. Der Aufsetzer hier auf das alte ATH. Dann gestern jetzt irgendwie hier so ein unschöner Anlauf, mit dem ich ja schon eh schon gesagt habe, das hat eigentlich eher Abwärtstendenz. Und jetzt aber auch schon der SMA 20. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie alles schon so ein bisschen erfüllt. Und deswegen ist das jetzt nicht so easy, da mal eben zu sagen, ja, wir gehen jetzt noch einmal eine Runde Short. Oder gehen hier erstmal fett long, ne? Also das heißt, ich würde jetzt erstmal gucken, wie der Markt da jetzt die ersten Minuten reinkommt und dann halt mal sehen, ob wir da irgendwas zu greifen kriegen. Hier natürlich Framing M15, klar, ne? Er fällt natürlich jetzt erstmal auf, aber halt rein vom Future gesteuert, da war auch noch keine Kasse dabei. Ich würde halt irgendwie so, mein erster Ansatz wäre hier oben Point of Control, gleich mal gucken, ob der auch stimmt, dass wir dort erstmal hinlaufen. Das ist in etwa die 43.150. Um den Dreh rum, ne? Also mal 100 Punkte raufspritzen und dann halt wieder runter. Ne? Das wäre halt irgendwie natürlich auch ein möglicher Ansatz. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den hier richtig aufhabe. Ja, okay. So, das heißt, das würde ich hier mal versuchen zu adaptieren. 150 ist natürlich hier ein bisschen heftig skaliert. Also das müsste hier oben ja dann sein. Genau, hier auch Point of Control. Ja gut, 35 Kontrakte muss jetzt vielleicht nicht gleich sein.
Geh mal ein bisschen bescheidener hier ran an die Nummer. So, jetzt habe ich gar kein H1 da unten, sehe ich gerade. Okay, also, Kasse macht auf und gucken wir mal. Schauen wir mal. Was habt ihr denn gesehen? Ihr dürft natürlich auch gerne irgendwie mir mitteilen, wie ihr das seht, wie man den Markt jetzt irgendwie anpacken sollte. Und ich versuche das natürlich dann, also jetzt nicht jetzt mich beeinflussen lassen, aber mal hier irgendwie in meine Überlegungen mit einfließen zu lassen. Weil noch ist es überschaubar, wobei, ne, ich meine, jeder schwarze Strich hier sind 100 Punkte. Ne? Also eigentlich ist die Skalierung nicht so wirklich, ich will nicht sagen natürlich, aber so, das ist so das Übliche. Ne? So, so sieht es eigentlich richtig aus. Und da sieht man schon, ne, die Vola ist das ist schon recht ordentlich. Ne? Wir zucken hier gerade mal 50 Sekunden rum und haben irgendwie schon 50 Punkte rauf und runter gemacht. Ne? Das ist also nicht gerade wenig. Aber wie gesagt, ich würde jetzt hier nicht zu schnell irgendwie rangehen, sondern zuerst mal gucken. Also generell fällt aber schon mal auf, da oben Framing, ne, irgendwie ganz sauber da oben angedotzt. Also hier an der Stelle. Ein Punkt hätte noch gefehlt, ne? Eigentlich fängt das Framing hier an, ne? So, aber das war schon mal soweit, okay. Aber gut, ich wollte jetzt aber auch nicht unbedingt in der ersten Sekunde hier dagegen halten, ne? Ja, muss mich vor allen Dingen auch mal hier gerade so ein bisschen einfinden. Wie gesagt, ich bin hier vorhin reingehetzt und versuche jetzt hier irgendwie, was heißt versuche? Ich werde mich jetzt hier zumindest so weit sammeln, dass ich mich hier vernünftig konzentrieren kann, damit auch hier möglichst was bei rauskommt. So, was habt ihr? Kerze mit Platze bei 43.209. Ja, hä? Ja. 209 wäre hier, da ist aber keine Klasse. Also im M5 zumindest nicht, dann ist im M1, in einem anderen auch nicht. Also außer es liegt irgendwie drunter, ja. So, wie gesagt, Point of Control, ne? Wenn hier unten generell, wenn das Volumen dünn wird, dann wäre natürlich irgendwie so ein Anlauf zum Point of Control natürlich sehr, sehr naheliegend. Ne? Und der liegt, wieso liegt der hier so komisch? Wir haben hier die Ausprägung und trotzdem liegt der Point of Control da oben. Gut, okay. Die Information kommt aus dem VPOC, sollte also stimmen. Auch wenn das jetzt hier sich nicht ganz mit dem Bild deckt. 160, 170. Mal hier mal ein Refresh. Ja, ne, ist wohl so. Gut. Ja, wobei, ne, wir haben heute Stress mit dem Server. Mit diversen Servern. Contabo, mal wieder. Irgendwie komplett Ausfall. Ist natürlich wieder einiges betroffen davon. Und VPOC. Auch, also der VPOC-Server, der die Daten halt rechnet, der liegt auch bei Contabo. Von daher hoffe ich, dass das jetzt nicht davon beeinflusst ist. Aber so viel Abweichung wäre es jetzt ohnehin nicht. Ne? Also das, was ich hier sehe, sind irgendwie, ich kann ja mal irgendwie, nee, kann ich nicht. Oder kann ich? Moment, mal hier umstellen auf die internen Daten. Ja, ist aber eh schon okay. Und die errechnen hier 160, also auch ein bisschen tiefer, ne? Da, eigentlich da, wo die Ausprägung ist. Na gut, okay. So, aber es sind noch nicht mal 5 Minuten um. Und von daher noch nicht viel passiert. Also außer hier irgendwie viel Gezucke hätte man jetzt noch irgendwie auch noch irgendwie nicht großartig was machen können. So, was schreibt Satoria bei H1? Im H1 haben wir eine Glatze. Die müsste ich doch dann im M5 auch sehen. Also mit Glatze, für die, die hier vielleicht zum ersten Mal dabei sind, ist gemeint, dass der Markt im H1, ach da, okay, ist das eine? Schön. Ah, ist er wieder, okay. Ist das eine hier oben tatsächlich? Irgendwie sieht das so gar nicht so. Da frage ich mich, warum ist die im M5 nicht drin? Komisch, ne? Irgendwie merkwürdig, weil eigentlich, wenn H1, ich meine, der rundet sich ja auf den M5, von daher müsste die hier oben auch sein, da ist aber keine. Naja, gut, okay. Aber ohnehin, generell ist das hier natürlich jetzt vom Ansatz, da war jetzt erstmal halt Widerstand, ne? Und das ist natürlich, da war Support vorher und das würde jetzt natürlich erstmal potenziell zum Widerstand, wobei, was man halt hier sieht, ist so ein bisschen flaggenmäßig, ne? Also wie sich das hier irgendwie dann auch
aufgelöst hat. Da, das ist eigentlich so ein bisschen Flagge. Und was heißt so ein bisschen? Das ist relativ klar eine, ne, im kleinen Timeframe. Und die ist natürlich dann nach unten gekippt. Und ob das dann halt hier wirklich so relevant ist, mal gucken. Also mir wäre die Sache schon sympathischer, wenn wir uns irgendwie Richtung Point of Control bewegen. Und damit kann ich mehr anfangen, ehrlich gesagt, ne, als jetzt hier irgendwie einfach nur nach dem Bild im kleinen Timeframe gehen. Und AB schreibt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ja, ne? Hast ja gesehen, wer dann heute gekauft hat, der guckt aber auch erstmal ein bisschen schräg aus der Wäsche. Ne? Das ist natürlich für irgendwie Investitionen und so weiter, ist das Investment, ist das nochmal was ganz anderes. Ne? Das ist halt auch klar. Aber im Daytrading sollte man solche Überlegungen, glaube ich, nicht so wirklich anstellen, sondern gucken, was macht der Markt und sich da dranhängen. Außer man sagt irgendwie, naja, ich habe ja irgendwie 1000 Punkte Stop-Loss. Ja, das ist aber dann kein Daytrading. Ne? Oder ist da die Frage, ist das überhaupt noch Trading? Ne? So, was haben wir noch? Ich handle Nasdaq, schreibt Mr. Sokoban. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, soll ich mir auch mal angucken, aber da geht es hier wieder los. Ich kann nicht alle Märkte machen. Das ist einfach too much. Und deswegen, in der Regel fahre ich halt gut mit DAX und DAO und bleibt da auch erstmal dabei. Ivo meint, ja, die Trump-Katze muss abgebaut werden. Warum muss politisch immer sein? Ja, muss politisch immer sein. Nee, es muss nicht politisch sein, natürlich, ne? Aber halt politisch motiviert, dass wir zum Beispiel Impulse haben. Das ist damit gemeint. Dass ich bin ja voll deiner Meinung, ne? Also ich habe ja auch gesagt, diesen ganzen Anstieg, wir werden den korrigieren, bis unten hin, ne? Aber halt eben nicht so schnell. Und von daher ist es halt auch völlig in Ordnung, ne? Das habe ich ja am Montag auch schon gesagt, letzte Woche glaube ich auch schon. Also wir werden den ganzen Anstieg nochmal abbauen. Und weil das ja im Endeffekt ist das ja halt auch wie so eine Newskerze, ne? Die läuft ja auch wieder an den Anfang zurück. Da sind halt einfach auch ein paar über den Haufen gefahren worden. Und von daher ist es eigentlich immer völlig legitim, oder was heißt legitim? Es ist normal, dass so ein Anstieg dann eben auch nochmal runterkommt, nochmal eben auf Anfang dann halt eben kommt. So, wir sehen jetzt hier zumindest im kleinen Timeframe schon mal die Kassaeröffnung, die wird jetzt hier scheinbar gehalten, ne? So wie das Ganze aussieht. Das heißt, nicht unbedingt irgendwie runter, sondern Impuls scheint erstmal irgendwie so ein bisschen nach oben zu drücken. Da ist halt dann natürlich die Frage, wie weit, ne? Aber hält sich hier ja schon eigentlich relativ wacker. Also jetzt war jetzt hier natürlich ein kleiner Timeframe, das ist klar. Hält sich aber relativ wacker erstmal und könnte jetzt eben dazu führen, wenn jetzt eben um 15, also um 15, um 45, 15, 45, wenn dieses Framing da oben, wenn das so ein Tisch ist, dass wir eben dann halt auch eine Runde nach oben schießen. Wobei dann halt hier, ne, da sage ich halt immer generell bei solchen Dingern, Vorsicht, ne, auch wenn wir jetzt hier oben in Grün schließen sollten, ne, ist lieber unten anpacken, wenn man es irgendwie zu greifen kriegt, oben könnte stressig werden. Das heißt, ne, könnte dann sein, dass wir hier dann halt zum Beispiel dann im kleineren Timeframe dann halt hier oben irgendwo schließen und dann trotzdem erstmal ganz unten Luft holen, bevor wir wieder rauflaufen. So, aber generell ist der hier, mal abgesehen davon, dass wir jetzt hier einfach nur dieses Framing haben, ist da ja sonst nichts. Ja, das heißt also 43.050, also jetzt zumindest hier heute im Tag, kann ich ja nichts erkennen. Deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, warum der nicht irgendwie mal da oben sich versuchen sollte, da irgendwie zu ballern und dann halt eben mal in Richtung Point of Control. So, kann man das hier machen? Ja, kann man natürlich auch, ne? Aber ich bin gerade noch nicht so ein Freund davon, weil mir das hier, wie gesagt, noch im Weg ist, ne? Das ist M15. Das heißt, hat man auch schon irgendwie oft gesehen, dass der dann halt in dem jeweiligen Timeframe, wo er es macht, bis zum Ende hin dann halt irgendwie drum rumhängt und dann halt irgendwie so die letzten 2 Minuten macht er dann die Biege nach unten, ne? Das irgendwie auch schon super oft gesehen. Von daher lasse ich da jetzt mal kurz die Finger davon und würde eher warten, bis ich hier was Richtiges sehe und nicht rein auf Vermutung irgendwie traden. Also ich sehe natürlich hier schon, ja, wir stehen auf diesen Supports, ne? Aber kann reichen, aber ist für mich jetzt erstmal irgendwie 50-50, mehr noch nicht. Ich würde da eher nochmal irgendwie eine Runde tiefer ansetzen. Also hier haben wir die erste größere, oder was heißt, das war eigentlich so die ersten 2 Minuten, die gehen schon von ganz rauf bis ganz runter. Wenn, dann würde ich irgendwie da drunter ansetzen und nicht jetzt unbedingt hier oben auf den Ausbruch bauen gegen das Framing. Also irgendwie gefällt mir das nicht. Aber generell, ja, wie man ja auch raushören kann, habe ich da auch irgendwie jetzt keine Schmerzen damit, long zu gehen, ne? Auch wenn ich den ganzen Morgen irgendwie short gewesen bin. Aber wenn der Markt das bestätigt,
Warum nicht, ne? Warum soll ich jetzt hier irgendwie die ganze Zeit auf Short wetten, wenn es noch nicht da ist, ne? Momentan sehe ich ja erstmal nur, es geht nicht weiter. So. Ich sehe aber auf der anderen Seite, okay, es verteidigt aber hier irgendwie die Kassamarke, ne? Also die Kassaeröffnung an der Stelle. Von daher, warten ist angesagt. Die Preise waren für Einstiege long zu unattraktiv. Bin später reingekommen. Wie tief geht der DAX noch? Der DAX hat fertig. Also 800, ne, hatte ich ja gestern auch schon gesagt. 800 sind da eigentlich durchaus drin. Und der hat, ich weiß nicht, hat er die jetzt eigentlich schon gemacht? Ich habe jetzt gar nicht so genau geguckt. Aber man muss auch, ne, wenn man so eine Strecke irgendwie handelt. Also ich habe ja auch ohnehin gesagt, pack das Ding oben an, nicht unten im Ausbruch, wobei das auch tatsächlich funktioniert hätte. Und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, 300 Punkte hat oder 380, da muss man nicht irgendwie noch auf die letzten 20 irgendwie gehen. Ne? 810 war er, ja. Danke. Da würde ich irgendwie, also für meine Begriffe hat er fertig. Ne? Der muss nicht noch irgendwie irgendwas da unten heute großartig erledigen. Und deswegen, der hat schon richtig ordentlich auf die Mütze bekommen. Und reicht erstmal für einen Tag. Ne? Heißt jetzt aber auch nicht unbedingt, dass man dort long gehen muss. Ne? Also habe ich auch vorhin bei Discord ja auch noch irgendwie gemeint, für mich sieht das Ganze irgendwie aus, als wird das Maximum also das heute Morgen halt schon, ne, habe ich gesagt, als wird das Maximum auf der Unterseite ausgelotet werden und nicht als da es heute irgendwie da noch großartig Käufer kommen. Und bei der Einstellung bleibe ich jetzt auch erstmal, ne? Also warum soll das jetzt plötzlich irgendwie sich komplett irgendwie ins Gegenteil umkehren? Und kann sein, klar, dass wir da so ein bisschen Gegenbewegung kriegen, ne? Aber halt, dass da jetzt großartig die Käufer kommen, ich glaube nicht. Ich denke eher, dass die halt wegen dieser ganzen Unsicherheit, die wir halt haben, ne, dass die erstmal die Füße stillhalten, da erstmal gar nichts mehr heute passiert. Und der Markt jetzt nicht etwa noch da halt Big Reversal da halt irgendwie hinlegt. Also würde mich zumindest wundern. Deswegen ist der für mich heute eigentlich auch durch, der DAX. Gut, so, kriegen wir hier noch irgendwas? Wir stehen immer noch an der Kassaeröffnung. Also bis jetzt hat sich zumindest mal bewahrheitet, dass es nicht so falsch ist, erstmal nichts zu tun, weil es wackelt hier nur auf der Stelle hin und her. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier relativ hoch schließen und dann hier unten nochmal Luft holen, dann würde ich mal versuchen, da eine Runde mitzugehen, ne? Aber halt nicht hier oben. Das gefällt mir ganz und gar nicht, das Ganze. Die kann man ausmachen, braucht man hier nicht. Eventuell gibt es heute auch mal keinen Trade, ne? Das kann ja auch sein. Das kann ja auch sein. Wäre zwar eher selten, aber es muss schon irgendwie richtig aussehen. Also was man im DAX heute auch ganz gut gesehen hat, oder auch im DAU eigentlich gestern auch, ne, ist wirklich das Framing. Ne? Also das hat wirklich so als, ich meine hier jetzt auch gerade wieder, ne, dass ihr nicht ohne weiteres da halt irgendwie das umdreht. Das ist natürlich schon gut, weil es ist natürlich dann ja auch eine Hilfe. Ne? Also eine Orientierungshilfe, sagen wir es mal so. Ne, auch jetzt, ne, das klebt da oben erstmal fest. Ne? Also wie gesagt, Framing ist hier, also hier umgemünzt auf den M2. Ne, hier wäre das dann halt eben so aus dem M15. Ja, ein bisschen umfärben hier. So sieht man es ein bisschen besser. Man muss halt einfach insgesamt dann komplett als Widerstandszone dann eben halt auch zu werten. So, mal gucken, die letzten 2 Minuten. Aber wie gesagt, ne, es kann schon sein, dass der jetzt da oben rausgeht. Aber ob ich den dann da oben greife. Don't know. Stehen immer noch an der Öffnung. Also 15 Minuten später. Immer noch nichts Neues, ne? Okay. Das war's. Das Problem ist, wenn es keinen Track gibt, musst du die Stunde voll machen. Ja. Ja. Aber ich kann ja nichts dafür, wenn der Markt hier irgendwie nur rumeiert. Das ist gemein. Das ist echt mies, ne? Ach, das Schlimmste ist ja, kennen wir ja auch alle, ne? Also irgendwie die größte Herausforderung ist, irgendwie nichts zu tun, ne? Manchmal. Irgendwie sich zusammenzureißen. Was, DAX ist auch wieder bei 930, ja, okay. Ja, der DAU ist halt bisher ohne Kasse gelaufen, ne?
Was? Wieso gehst du nicht Short? Du hast mal gesagt, Short geht man oben, sind wir jetzt im M15. Ja, hast du absolut recht. Das Ding ist nur, das ist nur Future-Markt. Ich will halt zumindest mal gucken, was die Kasse überhaupt damit anfängt, mit dem, was sie halt hier vorfindet. Ne? Weil das ganze Framing ist bisher ohne auch nur eine einzige Aktie gebaut worden. Und deswegen ist das jetzt schon dann irgendwie so eine Uhrzeit, wo ich sage, ne? Wobei heute Morgen im DAX hat es funktioniert. Ne? Also dort im H1 ja dann halt eben. Ne? Da hat er versucht, irgendwie nach oben irgendwie auszubrechen. Und da habe ich halt auch ganz gut dagegen gehalten. Aber der war auch da gestiegen und der Dow ist jetzt halt eben schon gefallen. Ne? Der ist halt schon verhältnismäßig tief. Ne? Wir haben halt hier wirklich einen Downgap von irgendwie 400 Punkten rund. Ne? Irgendwie nicht ganz, aber 350 Punkte krasser Downgap, das ist halt schon eine Hausnummer. Ne? Und von daher tue ich irgendwie, bin ich ja nicht so glücklich mit. Ich meine, auf der anderen Seite, man sieht ja auch hier, ne, es passiert nichts. Ja. Der klebt da oben fest. So, was das jetzt werden soll, weiß noch keiner, aber er klebt da halt eben fest. So. Und wozu auch immer das gut ist. Aber das ist auch jetzt nichts unbedingt, was man irgendwie so traden muss, ne? An so einer Stelle. Wenn es nur eben komplett nur irgendwie hin und her geht. Da ist keine Richtung drin. Ich würde dann eher warten, bis er jetzt irgendwie eine Richtung einschlägt und dann versuchen, mich an die Richtung dann halt da dran zu hängen. Das fände ich irgendwie. Ja, wie soll ich sagen, nicht beruhigender, ja, aber es gibt mir ein besseres Gefühl von Sicherheit, ne, als dieses Hin- und Hergeeier. Es kann auch sein, dass wir in der Viertelstunde immer noch hier stehen. Ne? Was weiß ich? Sebastian, bist du heute Morgen vor der DAX-Eröffnung schon Short gegangen? Nein, um 9:05. Ich bin zwar, habe zwar auch ein bisschen früh angefangen, aber ich habe mir gedacht, ey, das Ding, das schnappe ich mir jetzt. Weil ich den ja auch gestern so beschrieben habe, ne? Und ich habe gedacht, das ist echt eine gute Chance, dass wir heute da wirklich mal tief runterkommen. Und habe den dann auch skaliert. Aber das war ja relativ schnell im Plus. Also das war irgendwie 9:15 Uhr, standen wir ja schon irgendwie unter der Eröffnung. Von daher eine Affäre von 10 Minuten. Und von daher, ja, war ich da ganz happy mit. War ein bisschen groß, die Position. Aber ich habe die dann auch in Teilen dann eben auch relativ schnell aufgelöst. Und was heißt relativ schnell? Die Hälfte habe ich mitgenommen bis 19.000 runter. Und dann aber nachher, nach 50 Punkten später, habe ich dann, als das Framing, als ich gesehen habe, M15 dreht gerade so ein bisschen seitlich und da habe ich das auch aufgelöst. Aber eben auch erst nach krasser Eröffnung. So, also hier kommt jetzt so ein bisschen Booms rein. Ne? So, machen wir den mal da unten erstmal weg. So, das heißt, hier haben wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen Richtung. Jetzt bin ich halt schon geneigt, hier zu sagen, okay, ich gehe mit runter. Aber noch ein bisschen Rücklauf nochmal bekommen, noch einmal da oben in die Zone rein. Aber hier so rein wäre natürlich schon nett. Aber ich weiß nicht, ob er nett ist. Ne? Aber das war jetzt zumindest schon mal so ein bisschen deutlicher, was wir jetzt halt hier gesehen haben. Schließt sich eben auch am Framing halt an und sieht so ein bisschen aus wie, ne, die Range da oben. Okay, das war ein nice try, aber wird nichts. So, wie gesagt, Positionsgröße immer egal. Ne, es geht immer darum, dass es zu eurem Konto passt. Weil das hier ist seit dem letzten Live-Trading auch ein bisschen angewachsen. Und von daher ist das jetzt keine Size, die mich jetzt hier großartig irgendwie beunruhigt. Auch nicht, wenn sie 100 Punkte ins Minus laufen würde. Aber so würde ich jetzt eh nicht machen. Ne? Aber ich versuche jetzt hier erstmal überhaupt mich irgendwo finden in den Markt. Also hier 0,16 wäre zum Beispiel die Order. Da oben ist es hoch bei der 75. Das sind halt irgendwie 60 Punkte, die man da halt irgendwie dann auch an Stop irgendwie bräuchte. Das ist okay. Und da wäre ich dann eben auch bereit, hier oben, wenn er das irgendwie nicht macht, dann auch nochmal ein Stück weit dagegen zu halten. Und um dann halt eben zumindest den Impuls runter zu bekommen. So, jetzt war ich hier unten ja eben erstmal, da lag ja eine Long Order, ne? So, okay. Das macht aber nichts, weil das ist mir, dafür ist mir das jetzt, weil es die erste deutliche Bewegung ist, würde ich da jetzt nicht unbedingt an der Long-Idee festhalten, sondern jetzt versuche mich eben hier nach Süden, zu orientieren.
Aber dazu muss ich natürlich auch reinkommen. Ne? Was mir halt generell nie gefällt, sind diese Psychomarken. Das ist hier natürlich genau die 43.000. In der Nähe handle ich nicht so wirklich gerne, weil die oft mal so ein bisschen Banane eben auch laufen. So, komme ich jetzt hier noch irgendwie rein? Oder nicht? Oder nicht? Sieht mir im 5 aus. Hier ein Überblick. Ja, der darf trotzdem, der darf mich gerne abholen, finde ich. Weil dafür ist es noch irgendwie. Aber es kann natürlich sein, dass ich es jetzt halt verpasse, ne? Das ist halt auch klar. So, wenn es jetzt hier irgendwie keinen Rücklauf mehr gibt und dann ist das halt so. So, 930. Generell findet er irgendwie alles immer unter der 1000 mit 930, egal wo. Schon so oft beobachtet. Es könnte sogar sein, dass die noch drin ist, irgendwie vom letzten Mal. Und von daher auch hier, ne, eher zu erwarten, dass es dann nicht ohne weiteres runtergeht. So, da hätte man da oben tatsächlich schon easy ansetzen können, 70 Punkte mitnehmen können. Ja, okay. Aber gut, das ist wie, man verschätzt sich, finde ich, bei der Wohler auch, ne? So, guckt es euch an, 930, genau das, ne? Das ist irgendwie, keine Ahnung, warum das so ist. Aber wenn man das irgendwie lange genug macht, dann kennt man irgendwie so die ganzen Macken von jedem Markt. Das ist dann ja auch ein Grund, warum ich halt sage, ja, Nasdaq weiß ich nicht, ne? Hat der auch sowas? Bestimmt, ja, aber ich kenne es halt nicht. Und jeder Markt hat irgendwie so seine speziellen Eigenheiten. Guckt sich das mal an, das ist doch echt, das ist doch merkwürdig, ne? Irgendwie 40 Punkte und warum auch immer da unten, ne? Einfach mal nach oben wieder gelaufen. Ich fürchte fast, dass wir 16 Uhr nochmal irgendwie an der Kasseeröffnung stehen. Das habe ich irgendwie. Also mich würde es nicht wundern. Sieht denn der H1 überhaupt aus? Ja, ne? Ist natürlich auch nicht long. Das ist halt irgendwie auch klar. So, ne? Das meinte ich mit Psycho. Genau deswegen. 70 Punkte rauf, von da unten ist es auch. Unglaublich. Ja, gestern hat er, ne, schreibt hier Viktor, so also wie die erste halbe Stunde gestern auch nur Range. Er hat vor allen Dingen gestern Abend, ich wollte gestern Abend, ne, wollte ich noch irgendwie ein Video machen, so von irgendwie Limit Pullback Order und so, ne. So, ich gehe mal hier kurz mit einer rein, bevor ich gleich irgendwie gar nicht drin bin. Wollte ich noch irgendwie ein Video machen, Limit Pullback Order und so weiter. Um 5 vor 9 habe ich gedacht, nee, um 5 vor 8, nee, 5 vor 9, gedacht, ah komm, hier kleine Bewegung, kriegt man bestimmt noch irgendwie schnell mit. Da hing das Ding, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Dann hing der Original. Ey, eine Stunde in einer 20-Punkte-Range, die er den ganzen Tag nicht gemacht hat, ne? Das kann ja echt nicht wahr sein, ne? So, gut, aber wie man sieht, gibt es hier gerade irgendwie ein paar Punkte irgendwie geschenkt. Ich warte mal kurz und gucken wir ob wir den Impuls jetzt nicht noch irgendwie runtergedreht kriegen, jetzt auf die letzten Meter. Man könnte natürlich jetzt auch hier sagen, gut, nehme ich mit, ne? Aber ich würde schon mal irgendwie gucken, ob wir uns da unten nicht nochmal eine Runde abstützen. Außer es passiert jetzt irgendwie gar nichts, dann nicht. Ne? Aber generell hat man da oben auch eben gesehen bei dem Entry, wer mag, kann sich das irgendwie zurückspulen. Da gab es halt irgendwie auch eine größere Order, die da so ein bisschen mitgespielt hat, mit reingespielt hat. Und von daher war ich da gerade auch kurz entschlossen, da drauf zu drücken. So, kann man überlegen, ob man den hier unten nochmal ausbaut, wenn er das irgendwie da unten macht. Und dann halt mit ein paar Kontrakten mehr dann halt eben runterkommt. So, Target wäre natürlich hier am liebsten nochmal die 930, beziehungsweise dann halt logischerweise tiefer. Aber kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, einfach nur auf der Stelle treten und dann halt eben um 16 Uhr dann nochmal dann da oben stehen, wo wir angefangen haben. Ne. Das ist echt gut möglich. So, Stop liegt hier oben wie voreingestellt. Nicht genau, aber ungefähr, ne.
Ja, also wer sich hier wundert, ne, wie gesagt, Positionsgröße ist egal, es muss zum Konto passen. Ne? Aber das hier sieht halt so aus. Ne? Also von daher. Ist das natürlich völlig okay. Weil das sind das Risiko, wird hier oben angezeigt. Ja, 1%. Aber wenn die Vola ein bisschen größer ist, ich bin da eigentlich immer ein Freund davon zu sagen, ja gut, schraub die Size runter, und dafür den Stop rauf. Ja, als jetzt irgendwie da mit zu knapp da halt irgendwie ranzugehen. Oder aber man hat eine normale Size und scalpt sich halt einen zurecht. Ne? Das geht natürlich auch. Hat man ja vorhin gesehen. Das geht dann halt ganz schnell. Da hat man halt irgendwie, das war ja schon irgendwie 300 € im Plus. Und die man dann wirklich dann auch ganz schnell mitnehmen kann. Ne? Kann man natürlich auch machen. Ne? Ich würde aber hier mal gucken, ob jetzt hier nicht nochmal irgendwie, deswegen mache ich das auch wegen der Stundenkerze, ob wir es nicht schaffen, hier an dieser Bewegung nochmal nach unten anzusetzen. Und dann auf der Unterseite nochmal irgendwie das Low zu testen. Ne? Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen nicht so schnell oder gerade so ein bisschen geduldiger unterwegs, weil das kann schon sein. Ne? Also es muss es aber halt nicht, das ist auch klar. Dass wir das da unten aber heute nochmal sehen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ne? Und ob das dann jetzt hier während der Kassaeröffnung ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist eben das, wo ich jetzt hier gerade versuche, so ein bisschen drauf zu bauen. Aber es kann, ne, wie gesagt, das Ding ist ja das, es ist ja immer nur so eine Momentaufnahme, also hier eine halbe Stunde irgendwie rausgeschnitten. Und das Timing kann ich halt nicht beeinflussen. Ne? Es kann jetzt genauso gut sein, dass die andere Vermutung hier eintrifft, dass wir jetzt hier einfach uns nochmal festfressen an der Kassaeröffnung und dann bis 16 Uhr einfach gar nichts passiert ist. Ja. Und das heißt aber dann nicht, dass das dann halt irgendwie ein schlechter Tag ist, sondern das heißt ja erstmal nur, es hat jetzt nicht funktioniert. Ne? Und da muss man halt eben dann später nochmal ansetzen. Wenn man das so machen will, ne? Wenn man diesen Trade halt haben will, das ist halt auch klar. Ne? Vielleicht sagt jetzt jemand anders dann auch so, oh, nee, das ist doch irgendwie total Mist so. Und ich habe irgendwie was ganz anderes vor, auch klar, ne? Aber ich habe jetzt halt eben das hier vor. Und erstmal finde ich, das spricht da jetzt nicht so viel dagegen. Und auch wenn der Markt irgendwie, also außer dass der Markt irgendwie hier an der 43.000 nur am Rumeiern ist, ne? Und das ist halt eben klar, das ist der Psycho-Mist, den wir halt immer haben an diesen Tausender-Marken. Ist leider so. Ja, da hätte man da unten auch diesen komischen Strich da, ne? Den hätte man long anpacken können. Aber okay, ne? Das wäre eine reine Vermutung gewesen. No more, no less, ne? So, jetzt drücken wir hier tatsächlich auf der Oberseite rum. 3 Minuten vor und wir stehen schon wieder an der Öffnung. Immer noch nichts passiert. Naja. Ja, die Maus schwebt hier oben drüber, gerade überlegt, soll ich den jetzt hier skalieren, aber nee, lass mal. Lass mal. Dafür ist mir das hier auch irgendwie nicht deutlich genug, ne? Um das Risiko dann jetzt hier zu vergrößern. Also dafür reicht es nicht. Könnte genauso gut sein, dass er jetzt mal versucht, mit der nächsten Stunde doch nochmal versucht, da oben rauszukommen, dann ein bisschen höher nochmal irgendwie dreht. Von daher, das ist noch ein bisschen sehr undurchsichtig, finde ich, das ganze Bild hier. Der hier war, also ich meine, vom Entry war der vorhin ja halt eigentlich gar nicht so falsch, ne? Wie ich mir den hier geschnappt habe, so, aber das dann jetzt halt hier so ein, was ist das hier für eine Formation, Superman-Formation, irgendwie drumherum kommt. Wie kann man auch mit 13 Lot handeln? Das kann nur Unglück bringen. Nö, ich finde 13 ist eine super Zahl. Aber ich bin da auch nicht abergläubig. Außerdem haben wir keine Lots beim DAX. Das sind ja einfach nur CFD-Kontrakte. Das würde mich jetzt tatsächlich irgendwie gar nicht stören. So, Ronny schreibt hier im Tagesschart im SMA20, du sagst es immer so einfach, fällt ja da nicht durch. Ja, ich sage immer, wir fallen nicht durch einen steigenden SMA20, das ist richtig. Aber ich sage nicht, wir dürfen den nicht testen. Ne? Und ich will ja eigentlich nur noch mal darunter testen und gucken, ob das da unten ernst gemeint war. Aber jetzt kommt der halt hier leider, ne, schon irgendwie um 16 Uhr. Also,
Noch 20 Sekunden kommen wir jetzt hier leider schon irgendwie mit 70, mit 100 Punkten Schwung von da unten jetzt auch schon, ne? Aber immer noch nichts passiert. 10 Sekunden hat er noch. Mal gucken, was das wird. Wahrscheinlich nichts mehr. Stehen also irgendwie knapp unter der Eröffnung um 16 Uhr, wenn jetzt nicht irgendwelche News kommen, aber kommt nicht. Sieht man auch schon am Orderbuch, dass da nichts im Gange ist. Zumindest nichts Geplantes. Und ja, turnt hier einfach weiter auf der Stelle rum. Ne? Ja, gut, ne? So eine Tausender-Marke, die gibt er vielleicht auch einfach nicht gerne auf. Okay. Aber das ist ja, genau das, was ich aber eben immer meine, ist, ich handle da nicht gerne an so. Also nicht bei irgendwie 43.000, nicht bei 42.000, nicht bei 41. Und bei keiner. Dirk Wigger und die wilde 13. So, jetzt ist hier, ne, das ist dieses Murphy's Law, ne, wir drehen einen Punkt vom Break-Even, aber glaube ich nicht. Ich denke der schon, dass der nochmal irgendwie jetzt auch nochmal da unten irgendwie das Ding testet. Weil es ist einfach nichts passiert, ne? Trotz irgendwie 100 Punkten Anlauf nicht oben drüber rausgekommen und deswegen wäre jetzt die logische Konsequenz, nochmal unten zu gucken. Können ja ein paar Minuten, können wir hier überziehen. Gedacht ist ja eigentlich bis 16 Uhr. Das ist einfach ey, furchtbar. Ja, Tausender Marken. Ja, das ist. Ne? Also hier zum Beispiel PH. Ne? Es ist ja hier unten eingezeichnet. Das macht der Steer Trader automatisch. Ist so ein ganz typischer Rücklaufpunkt. Ne? Jetzt, wenn die Stunde zum Beispiel halt korrigiert, ne? Am Anfang von der Stunde. Sieht man ganz oft. So, und da fehlen jetzt irgendwie 10 Punkte. Und ich wette drauf. Das ist nur, weil hier eine 43.000 liegen und da wieder einige durchdrehen. Ne? Und dann anfangen die Tausender zu handeln. Macht man das irgendwie 100 Punkte, 200 Punkte höher, sieht man, dass er zumindest das hier dann macht und sich dort dann entweder einfindet, ne, und dann halt irgendwie dann stabilisiert oder halt eben weiterreicht. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts unternommen. Ich hätte jetzt hier auch einfach rausgehen können, ne. So, was machen wir denn da? Das Ganze kleiner macht, kriegen wir dann irgendwelche neuen Erkenntnisse hier? Nee, nicht so wirklich, ne? Außer dass er hier versucht hat, sich irgendwie einen Dip irgendwie zu machen und wir uns an der Kassamarke irgendwie halt permanent aufhalten. Nicht wirklich. Aber ganz verschenken will ich die Idee noch nicht. Würde aber auch jetzt hier irgendwie dann aber irgendwann auch sagen, komm, das ist irgendwie, ihr könnt mit jemand anderem rumeiern, aber mit mir nicht heute. So, das heißt, also was wir jetzt hier natürlich auch noch haben, ne, das ist die Value Area, wo er sich ja dann auch versucht, hier irgendwie drunter zu schummeln. Auch nicht einfach, ne, ist natürlich erstmal Support, aber halt, weil da oben keine neuen Hochs sind, würde ich das, also beunruhigt mich das jetzt hier erstmal nicht. So, hier ein bisschen größer rein. Na, hier, das meinte ich, der Punkt hier. Das ist eigentlich immer so die allererste Anlaufstelle, wenn es irgendwie am Anfang von der neuen Stunde halt irgendwie korrigiert. Aber wir machen hier einfach nur den Tanz um die 43.000. Wie so aussieht. Nelson. Sagst du da? Ja, schwierig, ne, im Moment. Ich lese mir das alles hier ein bisschen durch. GoToWebinar waren auch einige Kommentare, aber ansonsten newsseitig verfolge ich natürlich auch mit einem Auge, aber da ist jetzt noch nichts Neues dazugekommen, außer dass viele Leute sich jetzt natürlich äußern. Ja, was sagst du zu dem Geeiere vom Dow hier in der 43.000? Das ist wieder ne, so der Vorführeffekt. Oder? Also, das ist, ja, gut. Weiß man halt vorher einfach nicht. Ne? Also, ich meine, gut, eigentlich weiß man es. Finger weg von Tausender Marken. Ne? Eigentlich ja, ne? Weil es ist einfach immer nur Banane läuft dort und irgendwie das sehr unbefriedigend sein kann vom Weißt du Handel. auch, wir müssen das Webinar beenden, dann geht's ab. Ja. Dann fällt er sofort wie ein Stein.
Dann fällt er wie ein Stein. Ich glaube auch nicht, dass das was wird. Ne? Also ich meine jetzt hier von wegen mit stabilisieren. Also das ist halt einfach nur Geeire und das wartet jetzt irgendwie hier in alle Richtungen irgendwas rauszufischen. Und eigentlich kann man, also das ist keine Empfehlung, ja, aber so wäre das jetzt ein Trade, den ich mir so super überlegt habe, würde ich den Stop da oben wegmachen erstmal. Und das sagen natürlich dann auch manche, oh mein Gott, ja, wie kannst du das machen? Ja, aber wir haben hier eine Range, ne? Und eine Range löst in die Richtung auf, in die sie entstanden ist. Und wir sind im Short drin. Also löst die Range nach unten auf. Und die Chance, dass das halt hier unten durchrutscht, gleich nochmal, die ist einfach ungleich höher, als dass es halt eben da oben großartig irgendwie rausläuft, wie jetzt hier ein fettes Reversal bekommen. Das sehe ich halt einfach so nicht. Ne? Hier, wir haben, guckt euch das mal an, das ist doch kein Long. Also auch wenn der hier mal irgendwie dagegen läuft, der läuft doch jetzt nicht da oben raus und läuft dann nochmal irgendwie hier zum. Irgendwo zum Kasserschluss von gestern, also nicht so. Das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich meine, gut, möglich ist natürlich alles, ja, das ist auch klar. Aber das wäre schon ein bisschen merkwürdig. Ich glaube halt eher, wir versuchen das hier nochmal irgendwie da, höchstens in die Zone da halt irgendwie rein bei der 160. Und dann gibt es dort eins auf dem Dämpfer und dann sehen wir hier unten nochmal das Low von, also zumindest mal halt hier den Bereich von der 900, also wenigstens nochmal 100 Punkte irgendwie runter. Und das okay, ja, aber halt jetzt von hier aus einfach so darauf und dann da oben raus, nee. Also, wie gesagt, man darf natürlich da anderer Meinung sein, das ist ja auch völlig okay, ja, also auch was den Handelsstil angeht, da bin ich mir auch nicht mit jedem einig, das ist ja auch okay, ja, und der Viktor schreibt auch, na dann lass uns Schluss machen, genau, wenn es dann nämlich nachher fällt. Ja, wenn wir jetzt hier die Verabschiedung einleiten, ich schwöre es, sobald ich den großen Bildschirm mir wegmache, dann fällt es im rechten Augenwinkel irgendwie, fällt es Richtung Australien. Das ist irgendwie ganz normal. Aber ich will jetzt hier zumindest doch irgendwie es schaffen, noch einen kleinen Rutsch da unten hier mitzukriegen. Das kann doch nicht sein. Machen wir jetzt hier nicht nur die Psychonummer. Doch, machen wir. Gut, also 3 Minuten gebe ich dem noch. Schau dir die 15 Minuten Außenstabkerze an. Er will nur das Hoch in der letzten Kerze erreichen und dann wieder unten im Discount-Bereich sein. Ja, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Das ist, ich glaube eher, dass der halt oben irgendwie so kurz so ein bisschen dagegen läuft, beziehungsweise das nochmal versucht, kommt dann nicht weit und dann geht's nachher wieder auf der Unterseite weiter. Ne? So, weil der Markt weiß mit sich überhaupt nichts anzufangen hier in dem Bereich. Also was ich immer noch spooky finde, da ist da unten, ne, diese 930, das ist so spooky. Im Longmarkt hätte ich die gehandelt, ne, aber nicht in so einem Markt, der halt so krass von irgendwie von oben runterkommt. Deswegen habe ich da vorher noch nichts gemacht. Aber schon irgendwie echt verrückt. Was macht eigentlich der Bitcoin? Habe ich den hier auch? Das muss ich wieder überlegen. Nicht, dass ich wieder einen aktiven Chart auf habe. 92.100 ungefähr. Bitte? 92.100 aktuell zwischen Ah, okay, gut. 100 und Min-Spread noch. Ja, nichts verpasst, gut. So, hier nochmal Kasamarke, nochmal gucken. Das ist hier das schmale violette Ding. Also 2 Minuten gebe ich hier noch, wenn sich da nichts bewegt hat, machen wir hier Schluss, dann bringt es nichts. Das ist ja halt Zeitverschwendung. Ich glaube, die können wir irgendwie allen auch irgendwie besser nutzen. Wahrscheinlich ohnehin gibt es die Auflösung hier von dem, also Auflösung in Anführungszeichen. Um 16, 15, ne? Weil wir halt eben auch hier immer noch im Framing vom M15 stehen. Und das macht er dann halt schon auch in der Regel dann halt zu dem Ende von der jeweiligen Periode dann halt eben hin. Das wird nichts mit der Weihnachtsrallye, schreibt der Jürgen. Ja, ne? Ich meine, es rallyt ja schon irgendwie seit letztes Jahr Oktober, ne? Am Stück. Also, wir haben ja irgendwie, wir laufen ja immer noch in der Weihnachtsrallye von tatsächlich Oktober 2023. Ne? So irgendwie Sell in May, pff, haben wir auch vergessen, haben wir auch eine Rallye draus gemacht. Jetzt haben wir schon wieder Oktober, schon wieder Rallye. Ne? Hey, also ich meine, ich gucke mir auch dann natürlich gestern auch noch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, auch noch irgend so ein Analyst, der irgendwie auch noch gemeint hat, ja, 2025 wird exorbitant gut, ne? Weil ich auch dachte, okay, ja gut, ich meine, ne, im Endeffekt kann man ja ganz viel analysieren. Ich ja auch, ne? Kann ja genauso gut irgendwie daneben liegen, aber rein von dem Gedanken her, dass wir irgendwie hier drei, vier Rallyes aufeinanderstellen, also wann hatten wir das denn mal?
Ready muss nicht long sein, ja, genau. Wann hatten wir das denn mal, ne? Dass es halt irgendwie da nur nach oben geht, ohne wirklich eine Korrektur, die mal gesund wäre und das hält dann auch noch. Nee. Ja, ich bin auch immer noch dabei, ne? Ich sage 32.000, ne? Das kann nicht mehr lange dauern. Also irgendwann, wenn wir die Reise antreten, haben wir die auch ganz schnell. Ne? Und das ist ja dann gar nicht mal so, es sind 25%, 20% Korrektur. Ne? Da bin ich auch immer noch irgendwie davon überzeugt, dass wir das kriegen. Und habe ich nicht vergessen. Aber nutzt natürlich nichts, ne? Wenn man dann halt am ATH irgendwie dann halt irgendwie versucht, da irgendwie mit dem Short irgendwie dagegen zu halten, nur weil man das halt irgendwie nicht vergessen hat. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Also man muss halt schon gucken, was macht der Markt und da halt versuchen, sich irgendwie dran zu hängen. Und wenn der Markt zum Beispiel nichts macht, wie jetzt, dann ist es auch vielleicht ganz gut, nichts zu machen und nicht wie ich hier Short. Aber ich will ihm ja die Chance irgendwie noch geben, das hier noch fertig zu machen. Und so, aber ich möchte nicht hier irgendwie falschen Eindruck erwecken. Ne? Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, naja, ich kann keine Verluste akzeptieren. Überhaupt nicht. Ne? Von mir aus kann er mich da auch da oben abholen. Das ist auch okay. Ja, habe ich gar kein Problem damit. Ne? Dann gehe ich halt eben nachher nochmal rein. Wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme. Wenn ich euch den DAX-Trade zeigen würde, den ich heute Morgen gemacht habe, den habe ich aber hier nicht drauf, dann würdet ihr, glaube ich, auch meine recht entspannte Haltung verstehen. Weil das war halt fünfstellig, was da heute Morgen rausgekommen ist. Und das war halt, also ich meine, in der anderthalb Stunde, wo ich auch so denke, so, okay, das ist dann jetzt auch irgendwie okay, ne, für heute. Und deswegen, ja, ist vielleicht auch, ja, egal. Den Satz mache ich mal nicht fertig. Victor Long, ich als Buffett-Jünger fahre die Buffett-Schiene. Ja, okay. Was? Wie beim letzten Mal all in long, aber diesmal eine Position reinlegen. Ja, guck dir unsere Regierung an, genau. Ab wann hatten wir sowas mal? Das ist so, ne? Also, ja, fundamental ist ja, da kann der DAX ja eigentlich nur noch auf Null. Jetzt mal, also, nicht auf Null, ja, aber ich meine, könnte ja eh nicht, rein technisch nicht, ne? Aber es gibt einfach gar keine Gründe. Also, wenn man eine Gründe noch irgendwie suchen will, ne? Noch irgendwie da im fundamentalen Bereich, gibt es auch nicht, ne? Plus eben halt das ganze Bild, dass wir diesen Anstieg da halt haben, der irgendwie unkorrigiert oder mehr oder weniger unkorrigiert seit einem Jahr nach oben läuft. Ne? Vor allen Dingen im DAX, der auch noch den Dow überholt hat in der Korrelation, da kommt der auch noch dazu. Ne? Und das ist hier oben, okay, ah, es ist nicht kalibriert. Okay. Aber in der Korrelation hat er den halt auch überholt und gab es auch irgendwie, weiß ich nicht, wann es das eben zum letzten Mal gegeben hat. Ne? Von daher, so. Komm, die 3 Minuten machen wir jetzt auch noch, hier bis die 15 Minuten Kerze voll ist. Und wenn er dann wieder im Minus ist, und dann löse ich auf. Im Minus. Im Minus wohlgemerkt, ne? Weil das gehört halt dazu. Ich versuche auch irgendwie gerade, finde ich eigentlich ganz witzig, meinem Sohn so ein bisschen Trading beizubringen auch. Und wenn das Ding jetzt ins Minus geht. Also auf dem Demokonto halt, ne? Und dann macht er halt die Kiste aus und sagt, das ist Langzeitinvestment. So. Okay, das Langzeitinvestment hat halt letztens irgendwie mal sich eher so in die andere Richtung entwickelt, habe ich gesagt, so, ey, es ist eigentlich so viel entspannter, auch im Minus irgendwie mal rauszugehen, weil dann ist man das Ding einfach los. Man ist es einfach los, ja. Und der Markt ist ja auch in 2 Stunden noch da, ja. Und morgen und keine Ahnung. Ne? Und dann lieber irgendwie dann nochmal sagen, so, okay, mach doch nichts, ja. Man kann ja nicht immer irgendwie nur im Plus, das ist völlig falsch. Das kostet einen früher oder später den Hals. Ne? Und die Erfahrung muss man halt irgendwie machen. 17, Tim. Ja, ich meine, wenn man halt irgendwie einen klaren Plan hat, ne? Oder ich meine, oft macht der Markt, dattelt der da irgendwie auf der Seite hin und her, ne? Nur um irgendwie die Richtung nicht nochmal aufzunehmen. Aber früher oder später macht das ja dann doch. Wenn man natürlich so ein Setup irgendwie hat, da kann man auch mal sagen, ja, okay, gut, mach mal irgendwo Notstopp, ja, aber ganz ohne, auf gar keinen Fall und auch auf keinen Fall all in, auch klar, mach mal irgendwo Notstopp und lass den halt mal rumeiern. Okay, ne? Das kann man machen. Aber halt jetzt, wo hier zum Beispiel, ne, hier die Psychonummer, die hier abgeht, dafür ist mir das nicht klar genug. Würden wir jetzt irgendwie 200 Punkte höher stehen, dann würde ich sagen, okay, ne,
Da halte ich aber mal dagegen, irgendwie bis ans Vortageshoch. Also wenn ich jetzt irgendwie halt eine längere Swing-Position da halt haben will, ne? Das wäre dann halt noch völlig legitim. So, passiert hier noch irgendwas? Oder ist da halt echt, ja, da ist der Wurm drin heute. Also im Markt sowieso, aber in dem hier, in Trade auch so, ne? Also, 15. Kommt jetzt eine Auflösung. Komm, jetzt mach das. Jetzt nicht nochmal eiern. Ne, hier, da ist er genau gewesen. Hat man gesehen, ne? Hier, pH, Stereo Trader einstellen. Ganz typischer Anlaufpunkt. Oder beziehungsweise Reaktionspunkt. So, und wenn der halt nicht hält, dann laufen wir runter bis zum S1. Und der S1 liegt jetzt natürlich schön tief, nämlich hier unten bei der 90. So, aber der hat jetzt, ne, jetzt nicht mich enttäuschen hier. So, jetzt gib mal ein bisschen Stoff hier runter und dann gucken wir uns dieses Low zumindest nochmal an. Okay, oben hat er gerade Break-Even selber nachgezogen. So, mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen Impuls da unten rauskriegen. Hier wenigstens ein bisschen was haben. Aber es muss dann jetzt auch kommen, ne? Sonst ist das irgendwie sinnlos. Nicht zu viel bremsen. So, es ist die 13 auch weg, die ja vorhin irgendwie nicht gemocht wurde. Gucken, ob das jetzt was bringt oder ob das jetzt wieder nur so ein nice try war. Ah. Ah. Das kann nicht sein, ne? Doch, kann sein. Psycho. Nichts, ne? Nichts. Ja, es ist doch wirklich eine Grütze. Der muss mich jetzt genau da oben rausholen, ne? Ja. Gut, okay. Also, der Ansatz war da, aber das ist Psycho, ne? Okay. Man hätte natürlich auch sagen können, gut, verlängerst du nicht, gehst da oben Break-Even, gehst du raus. Ja, wollte ich aber nicht, ne? Ist okay für mich so. Gut. Aber das ist doch. Man kann jetzt natürlich auch noch mal reingehen, aber wir stehen halt schon wieder hier bei einer 43, ne? Völlig knackt. Brauche ich nicht. Gut, okay, man hat es aber, glaube ich, verstanden. Vielleicht war es dann halt einfach nur irgendwie eine gute Lehrstunde. Und also ist natürlich jetzt echt so. Okay, ärgert mich jetzt schon, ja. Er hätte doch jetzt wenigstens, ne, eine dran setzen können. Er macht hier wirklich nicht mal zwei lange in eine Richtung. Ne. Immer nur Geeiere an der 43.000. Also, von daher würde ich halt auch sagen, ne, irgendwie. So, was wäre die Cap weg? Was? Wer? Wie? das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also 43.000, no go. No go, ne? Ich gucke da lieber irgendwie nachher nochmal drauf und schnapp mir das dann halt irgendwo nochmal. Aber bevor ich jetzt hier nochmal irgendwas aufmache, nee, ja, wirklich nicht. Also, das braucht auch wirklich gar keiner, ne? Ja. Nein, ich hätte, also, es. Lassen wir es gut sein, ne? Für heute. Ist für mich trotzdem okay. Ne? Über den Markt ärgern bringt jetzt auch nichts. Ich glaube, ich finde auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie wahnsinnig viel falsch gemacht habe. So, außer dass ich halt irgendwie die 43.000 irgendwie gedacht habe, dass ich die doch noch überlistet kriege. Das war der Fehler. Gut, alright. So, Nelson, du bist entlassen. Also Oh nicht mein bei Gott, was soll ich jetzt machen? Was weißt du mehr als ich? Tut mir leid. Ich habe eben mit dem Raphael telefoniert, habe gesagt, Raphael, der Nelson. Nee. Dann kann ich wenigstens endlich mal wieder schlafen, ne? Ja, okay. Ja, ist auch gut, ne? Alright, so, es hat trotzdem Spaß gemacht, finde ich. Auch wenn der Markt völlig Banane ist. Ich hoffe, euch auch. Und nehmt es mit Humor, dass der Markt halt rumeiert. Und aber auf der anderen Seite würde ich aber, glaube ich, auch irgendwie sagen, so, ne, man hat ja auch zumindest gesehen, dass ich hier nicht irgendwie oder es geht nicht nur darum, hier im Live-Trading irgendwie, Hauptsache, so, ich habe jetzt irgendwie Profit und kann mich danach an wen stellen, so, hey, wieder Profit im Live-Trading gemacht. Natürlich ist das Ziel, ja, aber das Ziel ist es auch nicht nur, dass da ein Plus steht, sondern das Ziel ist aber auch so, dass dann halt eben da auch irgendwie ein vernünftiger Trade dahinter steht, ne? Und der mit richtigen Kriterien gehandelt wurde. So, und das Ding jetzt hier hat dann irgendwie ein paar Euro gekostet. Wie viel waren es jetzt? 260 Euro, ja, reden wir jetzt nicht drüber. Also
ne, im Vergleich zum Konto, das sind 0,5%. Ja, also ne, hier, um das nochmal irgendwie kurz zu zeigen, das war jetzt gerade irgendwie der Trade hier 0,4%. Aber es ging ja auch darum halt, oder es sollte beim Live-Trading auch darum gehen, irgendwie einen vernünftigen Trade irgendwie zu haben, ne, mit dem man normalerweise dann so auch handeln würde oder zumindest zu Ende bringen würde. Und da habe ich jetzt ja eben drauf gebaut, dass wir eben einen Rutsch kriegen von mindestens mal irgendwie 80 Punkten. So, und das wäre mit 20 Kontrakten, wäre das natürlich dann auch eine Zahl gewesen, 1.600 € knapp. Und das wäre dann halt völlig in Ordnung. So, und das ist ja auch vom CRV her auch in Ordnung, ne? Ich meine, das ist, wie gesagt, 250 €, das ist halt irgendwie, oder andersrum gerechnet, das wäre ein CRV von etwa 8:1 gewesen, ne? Und okay, die Chance war da, hat es nicht gemacht, ne? Aber so ist es. Dubai Capital hat die 930 mitgenommen. Cool, freut mich. Ich hätte mich nicht getraut, ne? Jetzt, von daher. Gut, alright, also ganz lieben Dank, Nelson. Du hast aber sehr gern das letzte Wort. Und sehen wir uns dieses Jahr nochmal eigentlich. Ja, natürlich tun wir das. Aber ich wünsche schon mal viel, viel Spaß und viel Erfolg allen, die auf der EBOT sein werden. Natürlich auch diese Woche noch viel Erfolg beim Traden. Heute Abend können Sie dich ja wahrscheinlich nochmal sehen, deinen Stream sich anschauen, nicht vergessen und natürlich hier Daumen hoch auf YouTube. Ja, das finde ich auch schön. Lasst dir gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Holt euch den Theory Trader, holt euch das Live-Chat-Add-on und seid gerne immer wieder mit dabei. Und passt auf euch auf. Gute Trades bis wahrscheinlich heute Abend und ja, freue mich. Und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao. Dankeschön, ciao. Danke, Nelson. Ne? Ciao. Danke dir auch, ciao.